Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock Labyrinth of Lies. Ja, Lies, nicht Liars. Ich habe ja aus Versehen in der letzten Aufnahmesession am Anfang Liars gesagt. Das ist aber das Labyrinth der Lügen, nicht der Lügner. Obwohl es da teilweise ja keinen Unterschied gibt. So, wir stehen hier vor der verschlossenen Tür und haben ja das letzte Mal gegen Torums Kryptaschlüssel gefunden, zu der es eigentlich hier gehen sollte, laut Beschreibung. Aber hier ist ein Einsturz, und wie man auch auf der Karte sehen kann, ist hier ein Dead End. Von daher bleibt uns nur dieser Weg. So, und durch den Teleporter. Okay, wo sind wir? Oh, hier drüben. Also wir sind immer noch auf der allerersten Etage. Wow. Hi. Warum bist du not skilled enough? Wow. Ich sollte auf jeden Fall mit ihr eine Heilung sprechen. Das ging bei dir jetzt aber ganz schön schnell. So, schnell runter. Einer ist schon mal tot. So, sie benutzt jetzt ihren Dreschflegel in Zukunft, weil für eine weitere Heilung. Der Monster Smash the Undead. Okay. Hau gleich mal eine Heilung rein. Also selbst praktisch, das zu haben. Okay, der Giftpfeil bringt nur leider nicht sehr viel. So, haben wir Ruhe. Wo ist der zweite Giftpfeil geblieben? Ich sag bloß, Pfeile können kaputt gehen. Nein, da ist er. Eine Schriftrolle. Remaining of Cryptorum. Noch eine Schriftrolle. Mal sehen. Ah, du isst mal was. Ja, danke. König Torum und seine Nordwaldläufer oder Nordrangers wurden bekämpft. Ich weiß nicht, was Tworte, das Wort höre ich zum ersten Mal. Also wahrscheinlich haben sich wurden bekämpft von einer neuen Brut der Dunkelheit, den Wächtern. Nur in King Torums finalem Moment. In King Torums finalen Momenten unter uns hat er den üblen Wächter Cliambuex niedergestreckt. Ein Dienst an diesem Land, der niemals vergessen werden wird. King Torums Leichnam wurde aus der Schlacht zurückgebracht. Aber an diesem Tag fielen er und sein Orden der Nordranger.
Manche glauben, dass die Geheimnisse der Ranger verloren sind. Andere glauben, dass ihre Geheimnisse ergründet werden können durch King Thorums Schriften und seinen Geist. Legenden von King Thorum, von King Thorums Entdeckungen erzählen von seiner Flucht aus Mount Grimrock. Und während seiner Flucht die Vernichtung, oder Halting heißt eigentlich das Festhalten, einer der größten höllischen Maschinen, die jemals von den gefallenen Vorfahren oder Antiken oder so erschaffen wurden. Der Würfel. Nur das Licht weiß, wie so eine Kreation entstanden sein kann. Oder was die gefallenen Ancients dazu gebracht hat, es zu erschaffen. Aber die Leute der nördlichen Reiche sind sicher für den Augenblick. So, wir haben Thorums Remains. Und hier cracked was open. You hear along, bla bla bla. Aber sonst hat das jetzt nichts gemacht. Treasure Chest. Codex of the Northern Rangers. Antique Ancient Coin. Scroll of Fireburst, den kennen wir allerdings schon. Nochmal brauche ich den jetzt nicht unbedingt. Thorums Royal Crown. Ein auf jeden Fall besseres Schild. Thorums Zepter. Da du der Erdmagier bist, kriegst du das mal. Und Poison Bolt. Hast du auch noch nicht, also kriegst du das auch mal. Und wir müssen irgendwann mal aufräumen. Oh, und das hier kannst du mal lesen für mehr Spellcraft. Und du kannst das lesen für mehr Stuff Combat. Ja. Also jetzt hat sich aber gerade nichts aufgetan, hä? Das heißt, einer muss wohl den Codex der nördlichen Ranger lernen. Can teach a champion the way of the Ranger. Change champion to class or to Ranger. Also lernt einem meiner Helden den Weg des Rangers und macht aus ihm einen Ranger. Dieser Text muss an dem Ruheplatz eines verstorbenen Rangers benutzt werden, sodass die Lehren direkt mit dem Geist des Champions verschmelzen können. Wenn dieses Event passiert, kann der Champion seine Skillpunkte neu vergeben. Okay. Ich würde mal sagen, machen wir kurzen Save. Nur um sicher zu gehen. Game saved. Ja, Game saved. Nach dem letzten Mal war ich paranoid. Okay, das heißt, erstmal geht die Fackel langsam aus. Hier hängt leider keine neue. So. When you learned Light Armor Professionally, ein Strange, I will honor King Thorum. Ja, der Text ging leider etwas zu schnell.
Bist immer noch Level 4, aber du hast die Erfahrungspunkte verloren, die die anderen bereits haben. Ja, okay, das ist jetzt nicht so tangierend. Leichte Rüstung, Schwert. Earth Magic, Fire Magic, Spellcraft. Und noch 10 Punkte übrig. Spellcraft bringt mir nicht viel hier vorne. Also werde ich mit ihm auf Rüstung und Schwerter gehen. Erstmal 4 Punkte hier rein. Und die restlichen Punkte hier rein. So. Nachdem ich das gemacht habe, ist der Weg zurück offen. Also müssten wir das genau das tun. Um wieder hier hinzukommen. Ja, da war vorher, glaube ich, das Gesicht sogar. Hier fehlt mir ja noch ein blauer Edelstein. Das heißt, jetzt wo ich das alles hab, kriege ich die Tür immer noch nicht auf. Was hat mir das jetzt genau gebracht? Bis jetzt nicht viel. Hier war ich auch schon drin. Das hier habe ich nämlich auch schon geplündert. Kann ja mal kurz den hier anklicken. Den hatte ich schon betätigt, glaube ich. Der hatte mich das da drüben aufgemacht. Ja, und das portet mich nur wieder hier hin. Die Augen kann ich nicht mehr rausnehmen. Bleibt nicht mehr viel. Ah ja, der Handelsbezirk geschlossen. Das kann ich mal wegnehmen. Ist nicht mehr geschlossen. Hier sind die Brunnen und da ist die Eisentüre. Ja, die kann ich immer noch nicht öffnen. Nö. Hier war ich eigentlich schon überall. Hier lebte ja nichts mehr. Ach ja, den Oger. Den gab es hier drin ja auch noch irgendwo.
Wow. Ja, da ist der Ogre.